Ich habe hier ein Pendel und das ist ein sogenanntes Zykloidenpendel. Von der Grundkonstruktion her ist es eigentlich nur ein Fadenpendel. Das heißt, hier unten an diesem Faden befindet sich ein Pendelkörper und wenn ich den loslasse, dann pendelt der wie jedes andere Fadenpendel auch. Das Besondere an dieser Konstruktion ist jetzt, dass ich die Aufhängung samt Pendelkörper hier reinschieben kann und damit schmiegt sich der Faden, wenn ich das Pendel auslenke, hier an diese beiden Schienen an. Dadurch verändert sich die effektive Pendellänge in jedem Moment der Pendelschwingung. Insbesondere wird sie kürzer, je weiter ich hier auslenke. Denn diese Pendellänge ist ja bestimmt dadurch, wo der Faden hier auf der Schiene aufliegt. Das heißt, je größer die Auslenkung ist, desto kürzer ist die Periodendauer. Damit, mit dieser speziellen Konstruktion und mit dieser speziellen Form dieser Schienen, kann man erreichen, dass die Periodendauer unabhängig von der Auslenkung ist. Bei einem normalen Fadenpendel ist das nicht der Fall. Da wissen wir, wenn wir die Differentialgleichung für dieses System lösen, dann setzen wir an, dass Sinus von diesem Auslenkungswinkel hier ungefähr der Winkel selber ist und das gilt nur für kleine Winkel. Das heißt, nur für kleine Winkel ist die Periodendauer unabhängig von der Auslenkung des Pendels. Für größere Winkel gilt das nicht mehr. Und das wollen wir uns jetzt als erstes mal ansehen. Dazu habe ich hier eine Lichtschranke, die misst uns die Frequenz bzw. das Doppelte der Frequenz, weil die misst ja bei jedem Durchgang. Das heißt, ich initialisiere das jetzt mal und lenke dann dieses Pendel hier aus und lasse es einfach los. Na? Nochmal. Na. Ist hier alles ein bisschen eng konstruiert. Jetzt wackelt es da oben noch ein bisschen, das heißt, ich stecke hier mal noch das Kärtchen rein. So. Und jetzt beobachten wir mal, was passiert. Im Moment sind wir bei ziemlich großen Auslenkungen und wir haben jetzt eine Frequenz von 1,268 Hertz. Hier wird immer über ein paar Perioden gemittelt. Und wir sehen jetzt schon, die Frequenz nimmt zu. Das heißt, aufgrund von Reibung wird die Amplitude hier kleiner und in dem Moment nimmt die Frequenz von diesem Pendel zu. Und das können wir jetzt einfach mal beobachten, solange bis wir bei kleinen Winkeln sind und sich an der Frequenz nichts mehr ändern sollte. Mittlerweile sind wir schon bei deutlich kleineren Winkeln und wir sehen, dass die Frequenzänderung bei weitem nicht mehr so groß ist wie am Anfang. Das heißt, je kleiner die Winkel werden, desto weniger stark ändert sich die Frequenz, beziehungsweise das Doppelte der Frequenz. Wir brechen jetzt an der Stelle ab und schauen uns das Ganze mal mit den Schienen an. So, jetzt gehe ich hin und schiebe das Ganze hier zwischen diese Schienen rein. Gucken, dass das etwa mittig ist. Und dann gucken wir uns die Form dieser Schienen noch einmal an. Das hier, das sind nämlich Zykloiden. Daher auch der Name Zykloidenpendel. Das Besondere ist jetzt aber, dass nicht nur das hier Zykloiden sind, sondern auch die Bahn, auf der sich dieser Pendelkörper hier bewegt. Hier unten, diese Bahn, das ist ebenfalls eine Zykloide. Man kann diese Zykloiden sogar mathematisch auseinander konstruieren. Ich finde, man sieht es am Experiment ziemlich gut. Wenn ich mir jetzt einen Punkt auf dieser Bahnkurve hier nehme und dann kann ich mir hier zum einen die Tangente denken,
an diese Bahnkurve. Und zum anderen sehe ich aber auch, dass dieser Faden hier, konstruktionsbedingt, die normale an diese Bahnkurve ist. Das heißt, diese Zykloiden hier, die ergeben sich aus der Hüllkurve der normalen von dieser Bahnkurve hier, von der Zykloiden da unten. Und man kann zeigen, dass diese Hüllkurven, diese normalen Hüllkurven von einer Zykloide, also von der Zykloide dieses Pendelkörpers hier, wieder Zykloiden sind. Und das sind diese beiden. Für dieses Pendel machen wir uns jetzt zunutze, dass bei einer Zykloide, wenn sich ein Punkt auf einer Zykloide bewegt, er nur unter Einfluss der Schwerkraft immer gleich schnell braucht, bis er unten ist, egal von welchem Punkt er startet. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob das Pendel von hier startet und die Strecke zurücklegt oder ob es von hier startet und die Strecke zurücklegt. Die Zeit, die es braucht, um diese beiden Strecken zurückzulegen, die ist die gleiche. Die Eigenschaft nennt man Tautochronie von einer Zykloiden. Und dadurch ist es jetzt so, dass die Frequenz bzw. die Periodendauer, die dieses Pendel hat, unabhängig von der Auslenkung ist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das heißt, gleiches System. Ich muss nochmal gucken, was das hier richtig anliegt. Und dann lasse ich das hier los. Das war nicht schön. So. Und jetzt können wir hier die Frequenz ablesen, beziehungsweise wieder das Doppelte der Frequenz. Das sind jetzt 1,331 Hertz. Und genau wie vorhin beobachten wir jetzt einfach, was im Laufe der Zeit passiert. Und das Faszinierende ist nämlich, es passiert einfach gar nichts. Die Amplitude, die wird zwar kleiner, die Frequenz, die ändert sich aber überhaupt nicht. Ja, wir können einfach noch so lange warten, es tut sich nichts.